CDR. Was ist das? CDR steht für Corporate Digital Responsibility. Auf Deutsch Unternehmensverantwortung im digitalen Zeitalter. Konkret heißt das, Unternehmen sollten nicht alles, was technisch möglich ist, auch umsetzen. Stattdessen sollen sie mit den Chancen der Digitalisierung verantwortungsbewusst umgehen und sie möglichst zum Wohl der Allgemeinheit gestalten. Dabei sollten Unternehmen mit ihren Maßnahmen über gesetzliche Mindeststandards hinausgehen. Warum ist CDR wichtig? Die digitale Transformation bietet Chancen und Risiken. Sie ermöglicht zum Beispiel Bildung über Online-Tutorials, internationale Kontakte über Social Media, mobil arbeiten aus dem Homeoffice. Doch was passiert mit unseren Daten, während wir online sind? Und wie sind sie gesichert? Wie stark vergrößert der Stromverbrauch von Servern und Rechnern unseren ökologischen Fußabdruck? Unternehmen sollten zukünftig auch diese Fragen bei ihrer Arbeit mitdenken. Sie sollten zum Beispiel möglichst umwelt- und ressourcenschonend arbeiten. Nicht mehr Daten ihrer Kunden nutzen als unbedingt nötig. Nutzungsbedingungen transparent und leicht verständlich darstellen. Um Unternehmensverantwortung zu fördern und eine gemeinwohlorientierte Digitalisierung zu unterstützen, hat das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 2018 die CDR-Initiative ins Leben gerufen. Hier treffen sich Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft, um Leitlinien für einen menschenzentrierten, gemeinwohlorientierten Umgang mit der Digitalisierung zu finden. Informationen zur Corporate Digital Responsibility und der CDR-Initiative unter www.cdr-initiative.de.